Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Slime Ranger. Ja, letztens haben wir die Ruinen entdeckt und haben festgestellt, dass da noch ein Gordo ist, den wir wahrscheinlich für einen Schlüssel brauchen. Und ich habe mal ein bisschen nachgelesen, dass auch noch ein zweiter Gordo. Allerdings habe ich nicht genug Platz, mich um beide gleichzeitig zu kümmern. Darum werden wir jetzt ein paar Hühnchen sammeln und uns mit den ersten kümmern, zurückgehen, ein bisschen was mit der Farm machen und dann hoffentlich um den zweiten kümmern können. Okay, fangen wir einfach an. Ich habe jetzt ja ein bisschen mehr Ausdauer. So. Ja, brauche ich jetzt eigentlich Hühnchen? Theoretisch nicht. Ich werde genug andere Hühner finden. So. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Der Regel hängt ja da oben rum. Wenn ihr denn noch lebt. Oh. So. Lass euch doch nicht von dem fressen. Lass euch doch. Seid ihr wieder da? Könntest du mich bitte in Ruhe lassen? Wäre ich dir sehr verbunden. Dankeschön. So, wie viel haben wir denn? Das Problem ist, dass sie so viele Slots einnehmen. Nein, Katze, das ist meine. So, tja, da wurde es schon gefuttert wieder. Ihr esst mir alles weg. Ah, ein Hühnervorrat, den ich mal angeht. Welche Chico müsst ihr mitnehmen können? Das ist eine gute Stelle. Cool. So viel hier anspringen. Sag mal, werdet ihr immer mehr? Ihr wart mal am Anfang 3 oder 4. Wie sieht's denn aus? Wir haben ja viele verschiedene. Na, mal gucken. Mit Hühnern ist das ja auch immer so eine Sache. Dann dirang. Oh, ab geht's, hoffe ich. So. Ich höre ja auch nichts da. Auch hier wieder. Ja, geh hoch. Nein, 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 nein. Genau, bei mir geht's doch besser. Dann versuchen wir es erstmal damit. Okay, kurz nachdenken. Hier sind keine Hühnchen irgendwo. Ja. Dum, 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 dum. Genau. Ja, in dem Vorraum ist ja auch nichts. Da sollte man ein bisschen meine Energie regenerieren lassen. So, wie viel haben wir denn? Das sind 43. Ist wahrscheinlich nicht genügend, aber naja, versuchen wir es mal. Hey! Nachher wird man gleich nicht begrüßt wieder. Hier habe ich was gockeln gehört. Na, in der Richtung höchstwahrscheinlich nicht. Wo seid ihr alle? So. Zack. Da. Essen. Wären doch mehr, jetzt sind wir fast bei 50, oder? Ja, eins fehlt noch. So. Wäre ich jetzt natürlich oben umgegangen, hätte ich mehr gesehen. Das war natürlich jetzt nicht ganz so schlecht. Aber wir kommen auch irgendwann dahin. Hatte schon das Hammer angeklickt? Schon, wir machen das jetzt einfach mal. So. Okay.
Solche leuchtenden Dinger. Effekt haben sie nicht, aber sind dekorativ. Okay, aber wir wollen jetzt nicht dekorieren. Wir wollen weiterkommen. So. Okay. Ich habe erfahren, dass hier unten noch einer ist. Aber ganz ehrlich, auf den ersten Blick sehe ich da. Ach doch, da, oder? Das heißt echt so gedacht sein. Ehrlich gesagt traue ich mich da jetzt nicht mit so viel Sachen, die ich verlieren kann. Nee, da gehe ich lieber wieder hoch und zulasse mal explosiv, wenn ich mich gerade festhänge. So. Das Problem ist, sich schon wieder zu orientieren hier. Hier auch irgendwie so vorbei. Ne, ich muss wirklich den Weg gehen. Jetzt ist nur die Frage, wo kam er denn hier drin herum? Ich glaube, er muss da ins Ziel sein, aber hier nicht. Ach, wer sucht, der findet. Den würde ich jetzt nicht finden, habe ich auch nicht gesucht. Alles gar nicht so einfach, wenn man es da oben hat. Ah, okay. Das ist jetzt schon quasi hier. Letztens hatte ich das so viel einfacher gefunden. Das stört mich jetzt doch ein bisschen. Ego-Shooter. Das ist natürlich toll, dass gerade neue kloppen, damit ihr die auch wirklich immer Futter haben. Das ist ja vielleicht eine andere Seite. Tschüss. Ihr seid ja wirklich überall schlimm heute mit euch. Das war doch letztens nicht so schwer. Das ist natürlich die Möglichkeit, dass ich komplett falsch gelaufen bin. Und leider ist es sogar sehr wahrscheinlich, wenn man sich das mal anschaut. Und jetzt nämlich so sehr im Kreis bewegt, dass ich selbst nicht mehr weiß, wo ich richtig stehe. Okay, schauen wir mal hier oben. Aha. Okay, ich brauche jetzt einen Orientierungspunkt, Freunde. Kann ja nicht so schwer sein. Okay, du machst mir das Tor zu. Ja, das bringt mir aber nicht viel hier, Leute, oder? Oder? Die Verwirrung steigt.
Sieht aus wie die Gegend, wo ich das zweite Mal hin wollte. Eigentlich wollte ich den Let's Play mehr schaffen, als im Kreis rumzurennen. Schaffe ich das da hoch? Oh, bis die Energie voll ist, dann traue ich mir wenigstens mal zu versuchen. Jetzt käme die nächste Frage. Hat mir was gebracht? Ich weiß es leider nicht. Also wenn ich jetzt den Anfang wiederfinden würde, hätte ich jetzt Orientierungspunkt. Das könnte auch hier der Anfang so ungefähr sein. Wow. Hey! Das sieht doch schon ein bisschen bekannt aus. Hier fühle ich mich doch ein bisschen wohl. Du auch, ne? Das hilft mir noch nicht weiter. Okay, da ist der exklusive Schleim. So, ich weiß, ich kam von oben nicht dran. Ich musste irgendwo unten rankommen. Das heißt, ich musste von oben runter. Logisch. So, vielleicht ist das schon die Lösung. Ach, so kompliziert war das aber eigentlich gar nicht. So ist das. Das Tor jetzt aber wohl ja obligatorisch. Tja, das war nicht zielführend. Sackgasse, Sackgasse. Irgendwann finde ich den Weg. Hier. Alle Wege hier helfen mir nicht weit. Würde das mir weiterhelfen? Dem offenen Versuch an. Und höher. Okay, jetzt brauche ich natürlich den entsprechenden Schalter. Ja, das Tor ist immer noch zu. Wenn ich mal da bist. So, versuchen wir es mal mit dir wieder. Hast du jetzt genau dieselben wieder bewegt? Das ist ein Unfug. Das Tor könnte aber die Lösung sein, weil hier sehe ich nichts, was dahin führt. Das heißt, es öffnet den Gang. Wo ist jetzt der vermaledeite Schalter dafür? Wir
Wer könnte das öffnen? Du nicht, das wissen wir. Du leider, glaube ich, auch nicht. Ich hatte den auch schon getroffen. Okay, du machst das Tor. Hört auf, mich zu verwirren. Das ist nicht nett. Außerdem bin ich so schwer. Irgendwas, wo ich da lang kann. Ich verstehe noch nicht so ganz die Mechanik von dem. Ich muss mal in die andere Richtung. Ich muss sehen. Okay, du machst das zu und das auf. Das aufbringt uns aber irgendwie nichts, oder? Ach, schade, dass man den schon von vorne füttern kann. Ich hatte es letztens so schnell gefunden gehabt. Ärgert mich, dass ich das jetzt nicht hinkriege. Die Frage ist aber dann, welches Tor führt mich zum Ziel? Da komme ich wieder hoch. Was wir aber eigentlich gar nicht wollen. So, da ist der Kollege. Ich weiß, ich muss irgendwo drum herum. Ich gehe jetzt einfach mal hier alles ab, was irgendwie sinnvoll scheint. Okay. Das Tor versuchen wir jetzt mal aufzukriegen. Dass man sich weiterhilft. Ja klar, das ist so dieselbe Sache hier. Der sperrt bloß den Schatz ab. Ach, das hilft uns nicht weiter. Hab ich hier was übersehen? Ich wäre fast geneigt, mal einen suizidalen Versuch zu machen, rundherum zu fliegen, aber... Es wird wohl nicht in Erfolg gekrönt sein. So, jetzt schaue ich auch noch hier hin. Hier definitiv auch nicht. Hoch, 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 hoch. Da lang komme ich so oder so nicht. Ist aber auch schon wieder quasi sehr weit weg hier. So. Eigentlich müsste ich dahinter kommen. Dann wäre ich auch weiter. Schafft das mein Jetpack? Wenn es da keine unsichtbare Wand gäbe, ja. Das sieht aber auch nicht genügend. Vielleicht ist das ja schon die Lösung. Ich muss bloß einen entsprechenden Schalter finden. Ja,
ist dann wohl weiter oben. So, wo könnte er sein? Es muss wirklich viel Spaß machen bisher. Das bei aller Liebe, ich sehe jetzt gerade gar keinen hier. Irgendwie muss die Tür aufgehen. Ah. Ah, nee. Stör mich bitte kurz nicht. Ich muss mich konzentrieren. Ist okay. Hier oben habe ich jetzt keinen Schalter gefunden. Weiter runter gibt es nicht. Wie kriege ich die Tür auf? Irgendwas muss doch die Tür regeln. Normalerweise sind die Sachen nicht so weit weg. Aber hier zum Beispiel ist ja gar nichts. Nicht ein Schalter. Kann ich jetzt wild durch die Gegend rennen, einfach mal alle Schalter umlegen? Was mir wohl nichts anderes übrig bleiben. Wahrscheinlich war das die Sache, dass ich letztes Mal per Zufall den Schalter umgelegt habe und das war offen. Wow, das ist ja ungünstig. Es fällt mir auch so schwer, das zu glauben. Aber es muss so sein, ich sehe wirklich nichts. Okay, suchen wir nach allen möglichen Schaltern und hoffen, dass irgendeiner das aufmacht. Drüber, drunter, links herum. Der Schalter da ist zwar weit weg, vielleicht ist er auch gar nicht so dumm. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass ich mir das schwerer mache als es. Nein, das war wirklich der Schalter. Die haben die echt so weit weggelegt, das ist doch brutal. Wow. Okay. So, mal sehen, ob ich dann überhaupt satt kriege, wenn ich den Gebiet setze. Eigentlich hat er es richtig gut. Er sitzt da, muss nichts tun. Ich mache mir die Mühe, nur um ihn zu füttern. Ich brauche meinen für den hier. Verdient. Obwohl ich Profit schreiben kann. Wow. Okay, jetzt haben wir den Schlüssel. Das wird auch wieder lustig werden, weil ich weiß, hier an der Karte ist irgendwo der Eingang. Für, ach, wie heißt es denn gleich? Für die Glaswüste. Eigentlich weiß ich auch, dass ich irgendwo runterfallen lassen muss, um noch einen neuen Schleim zu finden. Einen neuen Lager. Ja, hier auch noch nicht, aber ich wollte eh zu Wünsche zurück. Daumen, tschüss. Okay, wieder da. Ja gut, quasi auch abgekürzt. Den Schlüssel behält man hier. Das war es mir jetzt auch wert gewesen. So, kümmern wir uns um unsere kleinen Schleims hier. Das wird auch das Letzte sein, wenn ich so auf die Uhr schaue. Was wir heute machen können, das Suchen hat doch ganz schön viel Zeit in Anspruch genommen, leider. Wie sieht's aus? Okay, die Polizist angeht. Ich kann
mich schon mal vorbereiten. Ich weiß, dass da unten ein Brandenstein sein wird. Das heißt, ich brauche auch mal Fisch. So, ihr macht das mal. Ich habe mir ganz schön wehgetan. Okay. Holen uns euch. Auch noch. Aber wir haben den Schlüssel gelernt. Das war ja eigentlich das Wichtigste. Allerdings der Weg dahin. Der Weg ist das Ziel. Der Weg war umständlich. Ihr habt dann für die nächsten paar Stunden Futter. Ja, ich weiß, ich würde mir gerne gehen. Ich weiß noch nicht warum. Aber es bringt alles Geld. Gehen wir jetzt mal wieder hier hin zu unserem Kätzchen. Der Baum scheint nicht mehr lange zu stehen. Warum lassen wir mal gleich eine Frucht übrig? Ich weiß, ihr habt Hunger. Seht ihr, ich bin nicht trotzdem euch. Dauert mal schon ein bisschen. So. Wow, so viele. Schön. Da lohnt sich ja direkt noch mal jetzt. So, liefern wir das erstmal ab. So. Bei euch müsst ihr auch hier rausgekommen haben. Genau. Ist auch schon wieder ein Vollladen. Haben wir hier noch den Mosaikschleim? Ach ja, und dieser Wirbelwind, ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt. Aber der fehlt ja auch noch. So, die lassen wir noch ein bisschen futtern, gehen erst auf der Ranch. Hi, hi. Ach so. Kann ich mich auch verlassen, dass ihr futtert? Weil ich sehe irgendwie nichts. Na ja, gut, die Felder sind jetzt auch nicht gerade voll. Da kannst du liegen. Ja, ihr leidet Hunger, aber wisst ihr was? Wenn ihr nichts esst, dann kann ich ja nichts dafür. Es tut mir auch leid. Es ist nicht so, dass ich euch kein Essen biete. Es ist eher so, dass ihr euch das Essen nicht nehmt.
eigentlich kann das nicht stimmen. Die Felder sind leer. Plus. Klar, hier liegen ein paar Plätze. Nicht wirklich viele. Hm. Na, okay. Wollen wir uns da nicht weiter drum kümmern? Wusste ich doch nicht. Okay, ich muss noch einen Platz finden. Zack. Hm, jetzt haben wir noch einen Kumpel. Hat doch mehr als das hier. Ja, gut, viel mehr nicht, aber immerhin etwas. So, ich muss nämlich merken, dass ich die Phasenblocks nicht verkaufe. Die brauche ich nämlich. Ich weiß allerdings nicht, wie viele, aber 10 Stück sollten, glaube ich, reichen. Ich nehme aus Sicherheitshalber von mir mit. Genug haben wir verstanden. Ich kümmere mich ums Futter. Ich muss ein bisschen Zeit geben. Ist natürlich blöd, dass ich jetzt gerade keine Äpfel hier Vorrat habe. Ich habe eigentlich damit fest gerechnet. Ist wirklich so viel Zeit vergangen. Okay, dass auch gar keine Blutz liegen. Anscheinend, wenn man stirbt, werden auch alle Blutz zurückgesetzt. Und das kann ich mir jetzt gerade nicht erklären. Das ist natürlich ungünstig. Okay, dann mache ich aber noch was und teste das mal. Das würde mich nämlich interessieren, wenn ich mir jetzt hinlege, ob ich dann, ob dann die Plots wieder wachsen quasi oder ob das nicht zählt. Okay, brauche ich auch noch eine zweite Zwiebel. Nee, das wäre Zwiebel. Upgrades gab es, glaube ich, keine mehr. Genau. Tun wir ein bisschen Geld hier ausgeben. Hier, kaufen wir. Kaufen wir. Der Spielzeugladen, der ist nicht schlecht. Ist natürlich nur die Frage, wo ist der Spielzeugladen? Das ist die Farbe, alles klar. Okay, das ist nur zum Färben. Das da hinten ist nicht wichtig in dem Sinn dafür. Gehen wir nochmal rein. Stadtmehl. Nee. Ach, ist vielleicht. Okay, können wir auch direkt nachlegen. Ihr kriegt gleich wieder keinen Platz. Huch! Nein, das ist gar nicht gut. Gar nicht gut. Was mit dir? Das ist nur für ein. Allerdings. Da, Spielzeugladen. Welche Spielzeuge verbessern ja die Slimes? Nehmen wir Sonne von pinken Slimes. Pink brauche ich nicht. Fels. Fels-Slimes. Ach, das liegt dann da, okay. Hier, ich habe gelesen, das soll eure Unruhe zufriedenstellen. Okay, das nächste. Garknäuel für Katze. Sonst von Mietschleims, genau. Ist gekauft. So, ihr seid ja beides. So, was haben wir dann noch? Nachtlicht. Phosphor-Slimes kaufen wir. So. War doch ein bisschen breiter, als ich gedacht habe.
Ja, es wachsen gleich wieder Bären. Hat bestimmt auch nicht. So. Ich muss ja gleich noch ein bisschen hinterlaufen. Weil die ja bestimmt auch ein Lieblingsspielzeug haben, aber ich glaube, die wären stufenweise. Energiezelle von Ratschleims. Das ist für die Ranch. Also. Viel Spaß, Leute! So. Bombenball für die Explosiven natürlich. Gleich in die Nähe. So, der trägt Früchte. Ich hoffe, das heißt, die Erdbeere müsste auch bald Früchte tragen. Summende Biene, Honigschleims. Okay, ergibt natürlich Sinn. Ich schnarte eben Honigschleims. Ja, eben, für die Jäger. Die Gummiente für die Plauen, aber die war glaube ich schon da hinten drin. So. Jetzt muss ich mal ein paar Früchte stibitzen. Damit wir uns nächstes Mal vorbereitet sind. Kann ich jetzt eigentlich auf das Schlafen in den Stein. Ich gehe davon aus, dass die Erdbeeren nachgewachsen sind. Ja, nicht so ganz. Kommt schon, wächst. Okay, du siehst wirklich böse aus. Ich weiß, dass ich teleportieren kann, aber wollt ihr echt sterben? Das ist nicht cool. Ich brauche die Erde momentan mehr als. Okay, da ihr euch sowieso alle dahin gequengelt und ich es nicht verhindern kann, kann ich euch vielleicht mal unterstützen. Das hat ja gerade mal nicht wirklich funktioniert. Unterwegs ein paar Pokéfrüchte einzusammeln. Na komm. Genau, fest. Okay, also. Ich muss mindestens E10 opfern. Scheint noch mehr. Rest aber für mich. Wenn ich dann noch mal genug habe, Leute, kriegt ihr.
Spaß. So, 10 Stück sollten reichen, wie gesagt. Kurz ist jetzt aber 20 mitnehmen, aber jetzt brauchen wir. Ich muss nämlich Erdbeeren dafür. Wenn ich noch ein paar finde jetzt gleich, nehme ich mit. Aber Erdbeeren kann ich jetzt gleich nicht. Sagt 10 sollten eigentlich reichen. Deswegen machen wir uns jetzt auch dünn. Die Phosphoplosler liefert noch. Ah! Junge, du wirst sterben. Mit ein bisschen Pech wirst du noch mal infizieren. Das müssen wir noch verhindern. So. Da habt ihr mal einen Moment kein Futter, dann macht ihr gleich eine Fliege. Wo bist du hin? Nein, nein. Willst du meine ganze Strategie kaputt machen? Warum? Sei lieb. Ich verspreche dir, es gibt gleich Futter. Da hinten. So. Ich habe viele Beeren. Ich habe Phasen. Okay. Fürs nächste Mal sollte das wohl alles jetzt vorbereitet sein. Damit verabschiede ich mich und ja, das nächste Mal schauen wir halt mal, dass wir noch den letzten Gordo finden. Und dann können wir wahrscheinlich in die Glaswüste.